Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 4, der 100 Baby Challenge. Wir müssen uns kurz mal diesen Typen hier gönnen. Okay, ich weiß halt nicht, warum sie auch nur zwei Sachen. Was hast du mit ihnen über Beziehungsängste reden? Ja, dann red kurz mit ihnen über Beziehungsängste. Hat sie ihn jetzt gerade so begrüßen, so ein bisschen geküsst? Frage ihn einfach mal nach seinen Techtelmechtel-Interessen. Vielleicht lohnt sich das mit ihm gar nicht. Hey, wir haben Bananenbaum. Was anderes? Was wollt ihr denn spielen? Zu Tagesfinger Chicken. Wie sieht sie denn aus? Sie sieht so komplett so geisteskrank aus. Und irgendjemand hat unsere Mülltonne umgeräumt. Und die beiden unterhalten sich so. Und er geht einfach rein. Was sind das? Die Brigitte. Ja, dann bringen die Brigitte mit heim. Ah, die Brigitte. Das ist eigentlich deine Schwester. Okay, warum haben wir gerade keinen Service-Menschen da. Jetzt, ich bin für Animal Crossing, aber Animal Crossing weiß ich halt nicht, ob das um diese Uhrzeit so Sinn macht. Oh, können diese Kinder bitte aufhören, dann dauernd zu schreien? Das wäre mega gut. So. So, und da kannst du auch gleich noch Reparaturservice engagieren. Okay, hier, der Janik Paulus, aber für sie ist es halt blöd. Und dann ein bisschen üben. Und du kannst vielleicht noch ein Snackchen essen. Okay, sie will doch nicht. Sie will lieber ein Snäckchen essen und dann schlafen. Zwei schreien Kinder schon wieder zu schlafen. Das wird super. So, sie sollte jetzt auch befördert werden. Und von ihr müssen wir jetzt ganz dringend einen Typen finden, den sie vielleicht noch nicht hatte. Schauen wir mal. Jay hatten wir auf jeden Fall. Florian ist schwul. Godfrey ist alt inzwischen. Don haben wir schon ein Kind mit. Tobias ist auch alt, da haben wir, glaube ich, mit jedem Kind. Tobias ist schwul oder asexuell oder so. Mirko. Weißt du irgendwas über den? Sie wurde befördert. Ganz normale Beziehung. Okay, dann laden wir doch einfach mal Mirko ein. Ach, den können wir noch nicht mal so gut, dass wir den einladen können. Ja, gut. Ah, die werden alle so alt. Ich hoffe, die hat dann nicht immer Liebeskummer irgendwie, wenn die sterben. Wir müssen ja fast irgendwo hinfahren und jemanden daten. So ins Fitnessstudio zum Beispiel. Was schon, fahr allein ins Fitnessstudio. Ich meine, es ist auch Zeit, einfach mal ins Fitnessstudio zu fahren. Ich meine, wer sagt nicht um 22 Uhr nachts, ey, Fitnessstudio? Es wäre, als wenn ich jetzt gerade sagen würde, ey, Fitnessstudio. Fitnessstudio wäre schon krass. Ich könnte auch Kinder adoptieren, aber ich glaube, das wäre nicht so lustig. Okay, dann machst du jetzt halt einfach ein bisschen Sport. Bis du hier irgendeinen heißen Typen siehst, was keine Frau ist. Oh, die Frau hasst uns. Okay. Wer bist du? Du bist erwachsen und du bist ein Fitnesstrainer. Kompliment über Outfit. Ermutigen.
Er ist halt eigentlich der Trainer, aber hey, ermutige ihn einfach mal. Frag ihn einfach mal nach seiner. Ja, Felix, mit dir habe ich ja schon ein Kind. Ja, mit Mirko tanzen vielleicht. Okay. Er ist verspielt. Ist er, was macht sie da? Achso, sie tanzt gleichzeitig. Allein tanzen macht der keinen Sinn. Okay, der steigt schon auf diese Flirtversuche ein. Anmachspruch. Flirten. Dann fragen wir mal so ganz vorsichtig so, ey, Single vielleicht? So ein bisschen zumindest. Oder eigentlich auch egal, wenn du es nicht bist. Okay, er ist Single. Und sie geht so in direkten Schritten. Er ist Single. Direkt mal hin da. Einen Kuss hauchen. Einladen, über Nacht zu bleiben im Fitnessstudio, in sein eigenes Fitnessstudio vermutlich. Ja. Die Frau hat's raus. Romantisches Interesse fragen. So. Vom ersten Kuss erleben. Hey, Elisa Pancakes. Auch ein geiler Name. Mach dich da nur ein bisschen ran. Was ist seine Romantik? Okay, sein Dings ist nicht weg, also wird er vermutlich jetzt nicht schwul sein. Oh, sie hat ihn dann schon geküsst. Ja, ist egal. Küsst nochmal. Kannst du irgendwie fragen, so, ey, willst du zu mir gehen oder so? Jetzt kommst du Techtelmechtel-Interessen nicht weiblich. Aber wie lustig ich immer irgendwelche Leute hier finde. So, wen haben wir? Massieren möchtest du ihn. Ich finde ihn eigentlich voll widerlich, aber wenn es ihr Typ ist. Ich meine, ich glaube, sie ist auch ein bisschen auf den Zug. Knuddeln kann sie gerade nur. Ich glaube, da muss nur ein bisschen mehr gehen. Und ein bisschen massieren können. Geht der heim? Gut, dann gehen wir auch heim. Dann rufen wir ihn an, er soll zu uns kommen, wenn wir dann geschlafen und gegessen haben. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Okay. Ja, ich weiß. Wir empfehlen irgendwelche Objekte, die ich nicht besitze. Aber welche das genau sind, kann mir auch keiner sagen. Okay, du bist müde und hungrig, vermutlich. Und das Ding ist kaputt. Aber jetzt hat wir mal keinen Reparaturservice. Warum soll mir ja kaputt gehen, dass sich das so richtig lohnt? Oder du reparierst es demnächst. Okay, will sie irgendwas Comedian-mäßiges machen? Ach ja, schreib da einfach mal ein bisschen, tipp mal ein bisschen den Computer rum. Ist doch immer sinnvoll. So, sobald du wach bist, musst du auf die Toilette, habe ich gehört. Und dann kannst du eigentlich gleich den Typen anrufen, weil ab 6 kommt der vorbei. Das war, glaube ich, ist, glaube ich, Mirko. Marvin, Malcolm. Mirko, das war er. Ja, Sandy muss gleich in die Schule. Okay, er ist gleich da. Okay, ja. Hey, da ist er ja. Flirten.
Ist auch mal einfachster Weg. Einfach mal, hallo Mirko, schön, dass du da bist. Flirt, flirt. Wollen wir nicht zusammen ins Bett rübergehen? Ja, klar. Hallöchen. Warum haben die alle irgendwelche Sonnenbrillen oder so auf, wenn die miteinander ins Bett steigen? Ich verstehe das nicht. Will man da so extra cool sein und setzt sich dann so eine Sonnenbrille auf, so nach dem Motto, ey, ich bin der Coolste. Unser Kind verprügelt, glaube ich, gerade irgendwie eine Fliese oder so, wie das aussieht. Oder das Klo, vielleicht auch. War ja sehr hungrig. Ja, ich werde da gleich mal einen Babysitter anrufen. Oh, dieses Kind. Müssen sich dann nicht in die Augen schauen. Ja. Ich meine, sie will ja nur Kind Nummer 17 bekommen. Hey, da kommt unsere Gartentante, glaube ich, vorbei. Schwangerschaftstest machen. Weil, küsst die Kinder einfach. Mach einfach den Schwangerschaftstest. Und bis du den gemacht hast, ist dann niemand da. Und dann kannst du vielleicht. Das ersetzen wir jetzt einfach mal. Oh, sie ist nicht schwanger. Hier. Glückwunsch. Ihr dürft noch mal. Neuer Versuch, Bro. Und wenn du heimkommst, ich glaube, du hast schon wieder. Lernst fleißig. Du verkaufst heute wieder alles. Brauch ein bisschen Geld. Ist das unser Kind? Nee, das ist nicht unser. Das ist Michael Reese. Okay. Dann können wir nochmal einen Schwangerschaftstest machen. Ach, schau mal auch, was der für Socken anhat und Schuhe. Der will, glaube ich, auch einen Clown verkörpern. Schau mal das an. Das denkt man sich doch nicht. Oh, das ist aber besonders attraktiv. Das ist ein Style. Was? Schon wieder nicht? Was ist mit dir los? Also ich hoffe, sie kann noch schwanger werden und das sind jetzt einfach gerade die Versuche, die hier so scheitern. Komm, wir ersetzen auch das Klo. Wir brauchen einen Schwangerschaftstest. Ja, jetzt. Sagt sie es ihm gleich. Hey, wir sind schwanger. Schwanger? Stell dir vor, wir sind schwanger. Wir sind was? Ach du Scheiße. Ich twitter das gleich mal. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Wie gut, dann kannst du eigentlich auch vielleicht eine frische Dusche nehmen und dann ein bisschen trainieren. Ach, warum geht das Kind denn da nicht raus? Aufwecken. Weckt das Kind auf. Und hier bringt es ins Bett. Wenn es wach ist, wird es ins Bett gebracht. Dann wird es da reingesetzt. Zerdrückte Avocado. Komm, das ist doch geil. Ein zerdrückter Avocado. Okay, du kochst ein Butterhuhn. Oh, die fackelt doch gleich das ganze Haus ab. Ja, die fackelt wirklich gleich das ganze Haus ab. Aber sie ist weg. Ja, der Typ wird sich schon drum kümmern, wenn gleich die ganze Bude brennt. Ja, du solltest die Karriere ausprobieren. Was brauche ich eigentlich zum Aufstieg? Klavierfähigkeit auf 10, Gitarren 8. Ah, dass das noch nicht brennt? Wahrscheinlich genau, wenn die andere heimkommt dann. Ja, kannst du vielleicht da. Okay. Ich weiß ja halt nicht, aber da steht was am Herd. Okay. Also wenn du daheim bist, könntest du es fertig kochen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das eine Idee, die man mal haben sollte.
Okay, aber ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei der Sims 4, der 100 Baby Challenge. Bis dann, bye!